Persönliche kleine Namenskärtchen am Esstisch sind immer, einfach immer ein wahrer Hingucker. Und wenn sie nicht einfach nur schnöde weiß sind und mit einem Kuli beschriftet, dann erwärmen sie das Herz. Dabei spielt es nicht einmal eine Rolle, ob wir nun zum großen Lunch einladen oder gar zu einer Hochzeit. Was hält uns davon ab, auch beim Oster- oder Weihnachtsessen wunderschöne handgemachte Namenskärtchen zu verwenden? Auch der Frühstückstisch am Sonntag bekommt dadurch eine ganz neue, liebevolle Note. Und da muss ja nicht einfach nur ein Name draufstehen, es kann auch etwas draufstehen, was du an diesem Menschen liebst, der immer an diesem Platz sitzt. Oder du schreibst auf das Kärtchen, was du dir für diese Person wünschst. Hat deine Tochter oder dein Enkel heute Fahrprüfung? Wünsch ihm oder ihr doch viel Glück. PS, alle Materialien, die sich für diese Anleitung eignen, werden ganz zum Schluss noch ausführlich vorgestellt. Aber gehen wir systematisch vor. Die erste Frage, die wir uns stellen sollten, ist die nach dem Format. Sollten unsere Kärtchen am Ende klein sein? Haben wir Namen mit vielen Buchstaben? Die Länge der Wörter, Namen oder Glückwünsche, die wir schreiben wollen, sind sehr wichtig für die Planung. Wie wollen wir schreiben? Mit einem Füller? Mit einem Pinselstift? Oder mit Pinsel und Tusche? All das ist wichtig für unser Endformat. Am besten testen wir vorher auf einem separaten Schmierblatt, wie groß wir in etwa schreiben werden. Wenn wir das haben, dann addieren wir rundherum mindestens 1 cm dazu. Je nachdem, wie viel Dekoration wir malen möchten, gerne auch mehr. Damit das Kärtchen ohne Hilfsmittel steht, brauchen wir mindestens die doppelte Höhe. So können wir das Kärtchen in der Mitte umfalten und es steht von allein. Da viele Papiere aber ein bisschen fest sind und sich gerne wieder flach auf den Tisch legen, kann man auch ein Dreieck formen. Dazu brauchen wir die Höhe der Front dreimal und zusätzlich noch eine kleine Klebelasche. Die Klebelasche sollte mindestens 5 mm hoch sein und am Ende um etwa 45 Grad geneigt geschnitten werden, damit wir keine unschönen Kanten bekommen und kein Kleber austritt. Ich bin ein großer Fan von Farbschemas. Zu jedem Anlass. Haben mehrere Dekorationen ähnliche Farben, entsteht automatisch eine Harmonie, egal ob es nun fröhlich, schlicht oder gar ernst ist. Pro Anlass sollten wir uns auf 2 bis 3 Farben beschränken, so wirken die Farben nicht zu willkürlich und die Harmonie bleibt erhalten. Es ist einfach schöner für das menschliche Auge, wenn sich Farben und Formen in ihrer Art wiederholen. So entsteht Ordnung. Pink und Hellblau sind zum Beispiel fröhlich und frisch, sehr modern. Pink und Orange sind sommerlich erfrischend. Orange und Violett passen hervorragend zu Halloween. Dunkles Grün und kräftiges Rot sind für Weihnachten die Farben schlechthin. Verschiedene helle Grautöne sind sehr formell und elegant. Jetzt ist es Zeit für die Kreativität. Wenn wir mit Aquarell arbeiten, liegt es natürlich nahe, wunderschöne Verläufe oder verspielte Farbklecks zu wählen. Wir müssen nur darauf achten, dass in der Mitte, in der unsere Schrift stehen soll, keine zu dunklen Farben stehen. Es sei denn, wir möchten mit weiß oder deckenden hellen Farben für die Schrift arbeiten. Aber das ist schon eher eine Herausforderung und erfordert einiges an Geschick und Übung. Gehen wir also davon aus, dass wir klassisch mit dunklen Farben oder schwarz schreiben werden. Dann ranken wir unsere Motive, zum Beispiel kleine Blümchen und florale Muster, rund um unsere gedachte Mitte. Wir können die hell bleibende Mitte entweder nur auf der Front lassen, damit die Gäste ihren Platz finden, oder wir schreiben den Namen auch noch auf die andere Seite. Das ist beispielsweise ideal für Hochzeiten oder größere Feiern, wo sich nicht alle Gäste kennen. So bleibt die peinliche Stille aus, wenn jemand einen Namen vergessen hat, denn der Name steht ja auf beiden Seiten und jeder kann ihn lesen. Ich würde sagen, das ist dann definitiv eine sehr nützliche Tischdekoration. Ob man die Schrift zuerst oder zuletzt auf dem Aquarellpapier platziert, hängt sehr davon ab, womit man denn schreiben möchte. Nutzt man Tinte, Gouache oder Aquarellfarben zum Schreiben, sollte man das definitiv als letztes tun. Sollte man eine Variante wählen, bei der die Karten geklebt werden, sollte man den Namen erst direkt vor dem Kleben setzen. Der Untergruß muss dann definitiv komplett getrocknet sein. Bei wasserfesten Tuschen wie Chinatuschen oder Zeichentuschen kann man sich vorab Hilfslinien zeichnen und die Namen setzen, bevor man mit der Dekoration beginnt. Das hilft natürlich sehr, wenn man sich beim Schreiben und Lettern unsicherer ist als beim Aquarellieren,
da man erst nach dem Schreiben beginnt und eventuelle Fehler nicht so viel getane Arbeit zunichte machen. In der kostenlosen Ressourcenbibliothek meiner Webseite habe ich ein paar Druckvorlagen vorbereitet. So kannst du dir meine Designs einfach ausdrucken und selbst beschriften. Die Ressourcenbibliothek findest du natürlich unter farbcafé.de unter dem Menüpunkt Kostenloses. Ein kleiner Tipp am Rande. Wenn du genauso viel beschäftigt bist wie ich, dann nutze die Muse eines freien Sonntags und erstellst gleich einige schöner Karten. So kannst du sie fertig getrocknet und ausgeschnitten lagern, bis sie zum Einsatz kommen. Wenn du dann im Eifer des Gefechts zur Ostertafel oder am Weihnachtsabend merkst, dass deine Tischdekoration noch den gewissen Pep vertragen könnte, hast du schon einige tolle Karten vorbereitet. Schnell mit einem schicken Stift die Namen draufschreiben geht auch, wenn man es etwas eilig hat. Oder dafür wird dann der Göttergatte mit seiner schönsten Schreibschrift eingebunden. Auf jeden Fall weißt du jetzt, wie man Namensschilder macht. Das Herstellen oder Basteln von Namensschildern ist wirklich einfach, wenn man die oben genannten Schritte beachtet. Wenn wir auf Aquarellkarton schreiben wollen, eignen sich natürlich die Papiere, die eine geringe Oberflächenstruktur haben. Ein glattes, stabiles und gleichzeitig dünnes Aquarellpapier ist das Canson Montval Aquarellpapier. Es ist naturweiß und hat 300 Gramm pro Quadratmeter. Du kannst es zum Beispiel in verschiedenen Größen bei Amazon kaufen. Alternativ kann man auch sehr schöne glatte Aquarellpapiere wie das satinierte Hahnemühle Harmonie nutzen, das du im Künstlershop findest. Die Variante Matt findest du für einen angemessenen Taler auch bei Amazon. Ich empfehle ohne den geringsten Zweifel die Aquarellfarben von Schminke. Für den Einsatz bei der Tischdekoration, die ja meist nur ein paar Mal genutzt wird und nicht über 20 Jahre der Sonne ausgesetzt ist, ist meine klare Empfehlung die Akademie-Reihe. Die Schminke Akademie Aquarellfarben gibt es in Tuben und in Näpfchen mit verschiedenen Ausstattungen. Für den gelegentlichen Gebrauch empfehle ich hier kostengünstig einen 12er-Kasten. Mit dem 12er-Kasten habe ich, inklusive ein paar weniger zugekaufter Farben, mein ganzes Studium lang gearbeitet, ohne dass mir etwas gefehlt hätte. Auch jetzt nutze ich ihn noch und habe ihn auch für dieses Projekt wieder aus der Schublade geholt. Unendliche Ausstattungen findest du natürlich auf Amazon oder im Künstlershop. Ich habe sie dir schon mal rausgesucht und verlinkt. Für den Start mit Aquarell gehört eine kleine Grundausstattung an Pinseln definitiv dazu. Wer eine wirklich gute kleine Auswahl haben möchte, ist mit den Qualitätspinseln von Da Vinci gut beraten. Die Pinsel sind auf den ersten Blick nicht als günstig zu bezeichnen, aber wenn du lange etwas von deiner Investition haben möchtest, empfehle ich dir uneingeschränkt nur gute Qualität. Das Viererset aus der Reihe Nova Synthetic ist für den Einstieg ideal. Mit der Variation aus einem großen und unterschiedlich kleinen Pinseln kann man kaum etwas falsch machen. Auf Amazon gibt es natürlich wieder eine große und umfangreiche Auswahl und viele Rezensionen. Bist du auf der Suche nach einzelnen Pinseln, weil du schon genau weißt, was du suchst, empfehle ich hier den Künstlershop, bei dem du eine riesige Auswahl an Nova-Pinseln aus dem Hause Da Vinci hast. Die Größen 0, 2, 6, 12 sind perfekt für die erste Ausstattung und werden auch von mir noch immer am häufigsten für meine Arbeiten genutzt. Wenn du Angst haben könntest, dass deine Bilder durch verlorene Pinselhaare entstellt werden könnten, sind die Nova-Pinsel eine echte Überlegung wert. Wundervolle und sehr variable Pearl-Color-Aquarellfarben findest du von Feintech bzw. Coliro. Diese deutsche Marke stellt eine ständig wachsende und international beliebte Farbauswahl her. Verschiedene Themen werden zu diversen Kästen und Kollektionen zusammengestellt. Die Farben sind wasserlöslich und können lasierend oder deckend angemischt werden. In der deckenden Version eignen sie sich hervorragend zum Lettern mit dem Pinsel oder zum Schreiben mit der Kalligrafiefeder. Auf Amazon gibt es viele verschiedene Sets mit durchweg guter Bewertung. Ich selbst habe inzwischen etwa 40 Farben in Klammern selbst gekauft und kann mich wirklich nicht beklagen. Für jeden Zweck ist die richtige Farbe dabei. Wenn man mit einer eigenen Tusche oder den Metallic-Farben Kalligrafie schreiben möchte, kann man natürlich keinen herkömmlichen Kalligrafie-Füller benutzen. Dafür braucht man dann schon die einzelnen Federn und einen Federhalter. So, wie es unsere Vorfahren in den Klöstern gemacht haben.
Ich habe die Bandzugfedern von der Firma Brause schon seit Jahren im Einsatz und kaufe auch fast ausschließlich diese. Sie sind sehr gut geeignet und nicht zu teuer. Für die kleinen Namensschilder habe ich die Breite von 2 bis 2,5 mm benutzt. Die Breite der Feder beeinflusst, wie groß die Schrift wird. Für rund 10 Euro bekommst du im Amazon-Marktplatz ein Set von 3 Federn in verschiedenen Größen. Mein digitales Übungsheft für die geschwungene Kalligrafie-Schrift Gotisch Textur findest du auf meiner Website. Einen wunderschönen Federhalter findet man beispielsweise von Standard Graf. Er ist aus Holz, hat ein Griffstück mit Rillen und ist nussbaumfarbig. Eine gute, wasserfeste Tusche, mit der man zeichnen und kalligrafieren kann, ist die Zeichentusche von Rohrer und Klingner aus Leipzig. Das Glas mit 50 ml reicht sehr lange und die tiefschwarze Farbe trocknet wasserfest und lichtbeständig. Die Investition von nicht einmal 10 Euro lohnt sich auf jeden Fall, da diese Tusche qualitativ wirklich sehr gut ist. Eine Alternative zu Feder und Tusche können Kalligrafiestifte sein. Das tolle 8er-Set von Faber-Castell Pitt Artist Pen Calligraphy gibt es auf Amazon und im Künstlershop. Das Set kann eine gute Idee sein, wenn du dich ein wenig davor scheust, eine richtige Feder zu nutzen oder wenn du noch am Ausprobieren bist. Das Set hat verschiedene Farben, die Stifte tropfen nicht, man geht kein Risiko für eine Sauerei ein und die Marke Faber-Castell stellt wirklich gute Qualität her. Der Nachteil ist, dass man auf die Farben und Stiftbreiten der Hersteller angewiesen ist und nicht so viel und frei kombinieren kann. Mit einer Strichbreite von 2,5 mm laut Herstellerangabe ist die Schrift dann aber auch in der passenden Größe für unsere Anwendung auf der Tischdeko. Für das Schreiben, Zeichnen oder Lettern auf Aquarellpapier muss man unbedingt darauf achten, Pinselstifte zu nutzen, die das auch verkraften. Viele Pinselstifte, aka Brushpens, haben eine ultraempfindliche Pinselspitze, sodass sie keine 3 Striche auf dem Aquarellpapier überleben würden. Das schränkt die Auswahl an Pinselstiften natürlich gewaltig ein. Aber natürlich habe ich auch hierfür meine eigenen Erfahrungen gemacht, die ich hier mit dir teile. Pinselstifte, die hohe Beanspruchung auf dem rauen Papier überleben und gleichzeitig relativ wasserfest sind, sind die Fudenosuke Pinselstifte von Tombow. Echt schwerer Name. Für Brush Lettering verwende ich hier gern die Version mit der etwas festeren Pinselspitze. Der Stift trocknet sehr schnell und kann mit Wasserfarben vorsichtig übermalt werden. Hier gilt, je länger er trocknet, desto besser verträgt er Wasser, ohne zu verschmieren. Du findest ihn auf Amazon und im Künstlershop für unter 3 Euro. Wenn du dich für das Lernen von Brush Lettering interessierst, dann schau doch mal in meinen Videokurs Brush Lettering leicht gemacht vorbei. Dort zeige ich dir alles, was du über Brush Lettering wissen musst und erkläre dir alles Wissenswerte über Materialien, Stifte und Techniken. Diese Tischdeko, die wir in diesem Fall selbst herstellen, kostet wirklich wenig. Die Hauptausgaben liegen in einem qualitativ guten Aquarellkasten. Der ist nötig, damit die Farben dann auch wirklich schön werden. Für Papier kann man pro Kärtchen als Selbermacher um die 10 Cent veranschlagen. Ein Pinselstift zum Beispiel kostet um die 3 Euro und reicht für einige hundert geschriebene Karten. Solltest du Interesse an Feder und Tinte haben, dann sind die Kosten auch nicht viel höher. Mit unter 10 Euro bist du gut ausgestattet und kannst unfassbar viele Karten schreiben. Wenn du deine eigenen Namenskärtchen als Tischdeko erstellst, dann mach doch gerne ein Foto davon, poste es auf Facebook oder Instagram und verlinke mich mit @farbcafé. Ciao und bis zum nächsten Mal, deine Julia. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über ein Däumchen nach oben oder du kannst meinen Kanal abonnieren. Du findest mich auch in unterschiedlichen Shops, zum Beispiel auf meinem eigenen Shop, bei Etsy oder bei Amazon. Außerdem kannst du mich bei meinen Kursen besuchen. Dort findest du online alles, was du wissen musst und kannst ganz bequem von zu Hause aus lernen. Du kannst mich natürlich auch auf Facebook, Instagram oder Twitter besuchen und auch abonnieren. Ich freue mich über jede Nachricht von dir. Und wenn du möchtest, kannst du mich auf Patreon unterstützen. Alles Liebe und bis zum nächsten Video. Ciao!